Der kleine Lukas philosophiert gern über Gott und die Welt, aber was vor allem den lieben Gott betrifft, hat er da doch so seine Zweifel. Aber er kann sich auch nicht recht entscheiden, ob er nun ein Atheist, ein Agnostiker oder ein Nihilist sein will. Aber was bedeutet das eigentlich? Atheist, Agnostiker, Nihilist? Der Atheismus lehnt gewöhnlich den Glauben oder gar die Existenz eines Gottes kategorisch ab. Dabei lassen sich zwei Ausprägungen unterscheiden. Es gibt zum einen den Nicht-Theismus, das sind Leute, die einfach ohne einen Glauben an Gott leben. Und zum anderen gibt es den Antitheismus, das sind Leute, die nicht nur nicht an Gott glauben, sondern auch andere davon überzeugen wollen, dass es keinen Gott gibt. Ein Agnostiker dagegen sieht das alles nicht ganz so streng und beruft sich lieber darauf, dass es sich nicht rational feststellen lässt, ob es einen Gott gibt oder nicht. Wobei Agnostiker dadurch keinesfalls ausschließen wollen, dass es womöglich einen geben könnte. Für sie steht dabei einfach nur fest, dass wir als Menschen zu einem transzendentalen Wesen wie Gott keinen Zugang haben. Den Agnostikern zufolge können wir so etwas wie Gott also weder wahrnehmen noch verstehen. Ob es einen Gott gibt oder nicht, können wir also einfach nicht wissen. Der Nihilist hingegen ist eine Person, die nicht nur nicht an Gott, sondern einfach an gar nichts glaubt. Für Nihilisten gibt es keine Ideale, keine Werte und keine Normen, die erstrebenswert sind. Seien sie nun politischer, religiöser oder auch philosophischer Natur. Für einen Nihilisten ist das alles einerlei, denn für ihn steht fest, dass alles, was existiert, keinen Sinn oder Wert an sich hat. Unserem lieben Lukas wird das dann doch alles viel zu viel, zumal ihm das fliegende Spaghetti-Monster als Gottheit eigentlich immer noch am sympathischsten erscheint.